Was für ein Trikot. Das ist das Weihnachtstrikot der Fischtorm Pinguins, das ich hier anhabe. Und wenn der Henning gestattet, dann drehe ich mich einmal um 180 Grad. Dann kann man auch sehen, wem dieses Trikot eigentlich gehört. Denn ich persönlich habe noch keinen Vertrag unterschrieben bei den Fischtorm Pinguins. Aber der Spieler mit der 97, derzeit verletzt, Carsten Gostek, dem gehört dieses Trikot. Und das hat er mir freundlicherweise geliehen, weil wir natürlich die Weihnachtsjerseys hier auch mal kurz vorstellen wollen. Schick im Style, bieten eine ganze Menge und vor allen Dingen, liebe Fans der Fischtorm Pinguins, Ende Dezember könnt ihr euch diese Hemden ersteigern. Da gibt es sicherlich einige Höchstgebote. Ich kann mir vorstellen, dass das Trikot hier von Carsten Gostek auch im Preis sehr hoch sein wird und hochrangieren wird. Aber was ich, 1 Euro ruft da gerade jemand, 1 Euro für Carsten Gostek, ich erhöhe auf 2, möglicherweise sogar auf 5, weil dieses Trikot finde ich so toll. Ich gehe hier aber mal weiter zu den Jungs, die diese Trikots letztendlich auch im Spiel tragen müssen. Sam sitzt hier, Sam Verhelst. Ja, genau. Sam, Weihnachtstrikot. In Belgien hat sowas bestimmt nicht gegeben. Wie findest du das? Ganz gut. Ja, macht Spaß, mal damit zu spielen. Manche Spieler sagen ja auch, Mensch, das ist ein bisschen albern hier, so mit Weihnachtsfiguren und Sternenhimmel. Das ist so ein bisschen kuschelig. Das passt eigentlich gar nicht zum harten Job eines Eishockeyspielers. Ach doch, geht schon. Könnte es sein, dass du selber auf dein eigenes Trikot steigern wirst? Nein. Bieten wirst? Nein, glaub nicht. Nee, bist nicht heiß drauf? Ich mag das, wenn die Fans mal mein Trikot tragen. Aber das gibt's nur einmal, das kannst du nicht mehr kaufen. Ich hab's ja schon getragen. Okay. Auf Mais. Und es passt auch, ist nicht zu eng oder sonst wie? Nee, die sind eigentlich breit genug, die Trikots, ey. Ein bisschen zu groß sogar. Habt ihr eigentlich Mitspracherecht gehabt bei dieser Trikotauswahl, bei diesem Design? Nö, beim Spiel hängen die auf einmal da auf dem Platz und. Ja. Wie vom Weihnachtsmann gebracht. Ja, genau. Felix Thomas hat auch ein Weihnachtstrikot. Trägt er natürlich jetzt nicht. Felix, vom Design her auch in Ordnung? Bist du zufrieden? Sind schön. Sehen gut aus, die Trikots. Nee, auch in dem Blau und so. Passt. Würdest du auch bieten auf so ein Trikot? Nee, also natürlich nicht. Das ist schön und das sollen das für die Fans. Und die sollen das ersteigern. Und wie Sam schon sagt, ist auch toll, wenn die Fans das eigene Trikot tragen. Ist es eigentlich so in der Kabine so interessant zu wissen, welche Trikots von welchem Spieler besonders hoch im Kurs stehen, dass man sagt, Mensch, du, dein Trikot, das kostet 200 und meins nur 50, wird da ein bisschen geflaxt drüber? Naja, geflaxt wird nicht, aber ich glaube, jeder guckt da auch so ein bisschen. Also ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da haben wir auch so ein bisschen geguckt, aber man weiß ja schon ein bisschen, wer Publikumsliebling ist und deswegen dementsprechend werden auch die höchsten Gebote abgegeben. Ja, aber sonst, nee, wir ziehen damit keinem auf oder so, wenn einer irgendwie, ja. Interessante Frage ist ja auch, die Trikots einer Saison, ihr dürft ja immer eins mit nach Hause nehmen nach einer Saison. Bewahrst du die auf bei dir im Schrank? Ja, ich bewahre die auf. Meistens gebe ich die irgendwie meinen Großeltern oder so. Aber letztes Jahr zum Beispiel haben wir keins bekommen. Eigentlich nur die Abgänger. Wie gemeint? Die den Verein verlassen, die kriegen dann ja, das Trikot. Schade, aber die wurden, glaube ich, auch versteigert, oder? Kann das sein? Ein Teil wurde auch versteigert. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Sätze ihr habt so in der Saison. 3 Sätze von den Heimspieltrikots? Nee, jeder nur eins. Ja. Ich muss alles wissen. Angeblich ruft hier einer aus dem Hintergrund. Entschuldigung. Und das, was da eben so gegrölt hat im Hintergrund, war nicht mein Magen. Der ist zwar leer, aber der hat nicht gegrölt, sondern das war ein Spieler, dessen Namen ich nicht erwähne, den ich aber jetzt hier vielleicht gleich mal auch nochmal vors Mikrofon hole. Marian, der Schreihals, steht bei uns hier am Mikrofon. Marian, Vorsicht, oh, ich trete hier gerade auf seine schönen Schuhe, das soll nicht sein. Marian, wir haben gerade uns über das Design der Weihnachtstrikots unterhalten. Stehst du persönlich auf solche Weihnachtstrikots oder sagst du, ja, ist okay, dass wir es haben, aber im Grunde auch überflüssig? Nee, ich finde es super. Wunderschönes Trikot, super Farbe und von mir aus können wir auch 10 Trikots haben in der Saison. Erfahrungsgemäß steht ja auch dein Hemd immer sehr hoch im Kurs, wenn es um die Versteigerung geht. Ehrt dich das? Ich steige ja immer selber, deswegen ist es so. Nein, Spaß. Nee, es ist natürlich schön, wenn da viel geboten wird. Gut, vielleicht liegt es daran, weil ich schon so lange im Verein bin. Ich weiß es nicht, aber natürlich schön, ja. Okay, vielen Dank, lieber Marian. Hast du noch was zu sagen? Ich meine, wir sind ja schon mal gerade hier in der Kabine. Erzähl doch mal ein bisschen was zum nächsten Wochenende. Ihr habt 2 schwere Gegner, Ravensburg und Rosenheim. Ja, Freitag Ravensburg. Wird natürlich nicht einfach. Ich meine, Ravensburg hat keine schlechte Mannschaft. Obwohl, wenn die ja unten drin sitzen momentan, bei uns wird es natürlich auch Zeit für einen Sieg und mit einem heißer Tanz mit 3 Punkten für uns. Dankeschön.